Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Junge Eltern befinden sich in der Rush-Hour des Lebens. In kaum einer Lebensphase verdichten sich die Anforderungen an Menschen so sehr wie in der ersten Phase der Familiengründung. Und darum ist es wichtig, hier den Druck aus den Familien zu nehmen, im Interesse der Eltern, im Interesse der Kinder und im Interesse eines Landes, das sich familienfreundlich nennen will. Familien in ihrer ganzen Vielfalt brauchen einen Schonraum in der turbulenten Phase nach der Geburt, ohne finanzielle Sorgen, mit Zeit für einen guten Start in das gemeinsame Leben. Mit dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus wurde der Grundstein für Schonraum geschaffen. Aber gleichzeitig steht fest, Familien brauchen mehr Zeit füreinander. Und das zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeldes und Elternzeitgesetzes wird den tatsächlichen Bedürfnissen von Eltern nicht gerecht. Die meisten Eltern nutzen Elterngeld und Elterngeld Plus doch im ersten Lebensjahr eines Kindes. Und selbst bei einem sofortigen Kita-Platz ist der Anspruch auf Elterngeld schnell aufgebraucht. Am Ende ist noch viel Kindheit und wenig Geld übrig. Und größere Kinder brauchen phasenweise mehr Zeit und Aufmerksamkeit beim Schul- oder Kita-Wechsel, zu Beginn der Pubertät oder zum Beispiel auch bei einer Trennung. Und dann sollte eine finanzielle Abfederung von Arbeitszeitreduzierung möglich sein. Das wäre ein echter Beitrag für Familienfreundlichkeit. Und, Frau Ministerin, mehr Zeit für Familie ist in Ihrem Gesetzentwurf allerdings nicht drin. Nur ein extra Monat für Eltern von Frühgeborenen. Das ist gut, aber warum pauschal nur ein Monat? Was ist, wenn ein Kind 3 Monate zu früh kommt? Hier haben Sie sich leider nur für eine Minimalverbesserung entschieden, und das ist zu wenig. Wir als Grüne Bundestagsfraktion setzen uns dafür ein, dass Eltern besonders zu Beginn mehr Zeit mit ihren Kindern haben, dass Familie gelebt und nicht nur gemanagt werden kann. Und vor allem, dass Sorgeverantwortung partnerschaftlich geteilt wird, wie sich dies die meisten Eltern wünschen. Dafür reicht kein Partnerschaftsbonus, selbst wenn dieser nun flexibel und attraktiv gestaltet werden soll. Klar ist, dafür braucht es eine Ausweitung der Partnermonate, für jeden Elternteil einen eigenen Anspruch. Hier bleibt Ihre Reform mutlos, meine Damen und Herren. Mit einer umfassenden Weiterentwicklung und mehr Partnermonaten hätten Sie die Möglichkeit gehabt, die Weichen für mehr Gleichberechtigung in der Familienarbeit zu stellen. Diese Chance wurde zu unserem Bedauern sehr vertan. Wir brauchen jetzt eine partnerschaftliche Aufteilung, und wir brauchen auch eine Care-Revolution. Das führt uns mehr, als wir wollen, auch die aktuelle Corona-Situation schmerzhaft vor Augen. Gerade hier bei uns in Deutschland werden Frauen und Männer mit der Geburt des ersten Kindes oft zurückgeworfen in traditionelle Rollenmuster. In Zahlen heißt es nochmal, Frauen leisten jeden Tag 90 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer, verdienen tun sie im Durchschnitt immer noch 21% weniger. Wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft mit der Chance auf eine partnerschaftliche Aufteilung von Männern und Frauen bei der unbezahlten Familien- und Hausarbeit wollen, müssen wir Optionen eröffnen, dass Väter sich von Anfang an mit Zeit und Sorge für Kinder einbringen können. Zwar gab es seit Einführung des Elterngeldes deutliche Fortschritte beim Elterngeld der Väter, aber noch immer nehmen die meisten Väter nur 2 Partnermonate. Und über 60% der Väter beziehen überhaupt kein Elterngeld. Das ist kein Fortschritt, weder für Frauen noch für Männer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor wird wieder betont, alle Entscheidungen seien doch nur eine Privatsache der Familie. Nein, so einfach ist das nicht. Die Wünsche der Eltern machen doch mehr als deutlich, dass viele Eltern sich und viele Väter vor allen Dingen sich mehr einbringen wollen und Frauen das auch von Vätern erwarten. Und darum, liebe Kolleginnen, sollten wir sie mit deutlichen Anreizen unterstützen. Leider sind von der Koalition hier nur sehr zaghafte Möglichkeiten eingebracht worden. Die Gleichberechtigung von jungen Familien wird so nicht gefördert. Übrigens, ich erinnere daran, Ursula von der Leyen hat als Familienministerin 2007 bei der Einführung des Elterngeldes deutlich mehr Mut bewiesen. Sie hat zu Anfang hätte 4 Partnermonate am Stück eingeführt. Das haben Sie als Union damals verhindert. Das hätte vielen, vor allem dem Engagement von Vätern, deutlich gut getan. Wir als Grüne Bundestagsfraktion schlagen die Weiterentwicklung des Elterngeldes
eine Kinderzeit plus vor. Diese umfasst 24 statt 14 Monate und sie setzt die Partnermonate dabei auf mindestens 8 Monate. Das eröffnet viel mehr Möglichkeiten für beide Eltern, für die Familienarbeit Arbeitszeit zu reduzieren und damit mit einer Lohnersatzleistung unterstützt zu werden. Eltern können diese 24 Monate aufteilen und sogar bis zum 14. Lebensjahr eines Kindes flexibel nutzen. Und das wollen wir adäquat natürlich für Alleinerziehende auch unterstützen mit entsprechenden Leistungen. Das ist nämlich die flexible Unterstützung, die Familien brauchen. Sie brauchen eine moderne Zeitpolitik. Auf unseren grünen Vorschlag erhalten wir sehr positives Echo. Wir erkennen an, was Eltern leisten, denn beim Großwerden von Kindern, Kinder zu sehen, zu begleiten, das ist eben kein reines Privatvergnügen, sondern eine immense gesellschaftliche Leistung. Und meine Damen und Herren, wir mussten lange auf die Elterngeldreform warten. Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht, dass Sie so mutlos bei der Weiterentwicklung dieses guten Instruments, bei der Regelung für mehr Geschlechtergerechtigkeit gewesen sind. Das bedauern wir sehr. Für viele moderne Eltern ist das enttäuschend. Deswegen brauchen wir hier Beratungen, Nachbesserungen. Wir sagen bedauerlich, dass es nur so weit gekommen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.